Servus aus dem Herzen Wiens, ganz herzlich willkommen im Steffel, wie die Wienerinnen und Wiener ihr Wahrzeichen liebevoll nennen. Ich stehe hier mitten in der stimmungsvollen Kulisse für das erste Weihnachtskonzert aus dem Stephansdom. Im Vorfeld haben wir gezittert und gehofft, ob das Konzert pandemiebedingt auch tatsächlich stattfinden kann. Und es hat geklappt. Ein Wunsch ans Christkind geht also jetzt quasi schon in Erfüllung. Ganz besonders freuen wir uns, dass das Konzert heute mit Publikum stattfinden kann. Die Bankreihen, die Sitzreihen hier in der Kirche, die füllen sich also schon immer mehr. Zu hören sind heute weltbekannte weihnachtliche Kompositionen, gespielt von den Wiener Symphonikern und gesungen von den Wiener Sängerknaben und erstklassigen Solisten. Die Sängerknaben machen sich jetzt gerade bereit für ihren großen Auftritt. Zwei der Burschen haben sich für uns aber nochmal Zeit genommen. Die Sängerknaben sind eine Institution des Wiener Musiklebens und sie blicken auf eine bereits über 500 Jahre alte Geschichte zurück. Mit dem Stephansdom verbindet sie auch schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Bereits im Jahr 1515 haben die Sängerknaben hier als kaiserlicher Chor Hochzeiten der Habsburger begleitet. 1945 haben sie dann für den zerstörten Dom gesungen, um Spenden für dessen Wiederaufbau zu sammeln. Zwei der Wiener Sängerknaben, die heute auftreten, haben sich noch für uns Zeit genommen. Ich freue mich sehr. Hallo Musti, hallo Gabriel, danke, dass ich euch noch ein paar Fragen stellen darf. Sagt mal, jetzt geht's gleich los. Wie groß ist denn gerade die Aufregung bei euch, Musti? Ich bin schon sehr aufgeregt. Ja, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich toll an, weil ganz viele verschiedene Eindrücke bei dir sind. Gabriel, du hast ja hier schon im Stephansdom gesungen. Wie ist die Aufregung bei dir gerade? Noch immer ziemlich groß. Weil es ist ja nicht so oft, dass man am Stephansdom singt. Normalerweise habt ihr ja sehr viele Auftritte im Kalender stehen. Pandemiebedingt konntet ihr heuer nicht so viel öffentlich singen. Was bedeutet euch denn dieser Abend hier, wo das Konzert tatsächlich stattfinden kann? Sehr viel, weil wegen Corona halt nicht so viele Auftritte. Kommt deine Familie heute zum Zuschauen? Ja, schon. Dann ist es ganz besonders aufregend. Mhm. Wie ist das bei dir, Musti? Meine Familie schaut sich das daheim an. Sehr gut. Ja. Deshalb zeichnen wir es heute dann auch auf. Ganz genau. Verratet ihr mir, wie viel Proben und Üben stecken denn in diesem Weihnachtskonzert? Im Normalfall proben wir in der Schule 2 Stunden am Tag und dann kommen hier auch nochmal 1 bis 2 Stunden dazu. Das seid ihr sehr, sehr fleißig. Und sagt mal ihr zwei, bald ist es ja so weit, da kommt das Christkind. Was wünscht ihr euch denn? Ja, eine corona-freie Tourneen und so weiter. Ja, das wünschen wir uns alle. Und du, Musti? Ich würde mir mal wünschen, endlich mal auf Tournee zu fahren und ein Longboard. Dann hoffe ich sehr, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank, dass ihr euch noch Zeit genommen habt. Ich wünsche euch toi 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 und viel Freude beim Konzert. Die Wiener Sängerknaben, die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Dirigent David Afkam und der Männerchor Viennensis, in dem nur ehemalige Sängerknaben singen, die machen sich jetzt gerade bereit für ihre Auftritte. Den feierlichen Auftakt macht ein Auszug aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, eines der beliebtesten und am häufigsten gespielten Werke dieses Komponisten. Es handelt von der Geburt Jesu Christi im Stall zu Bethlehem und Sie hören es jetzt im Wiener Stephansdom. Ganz viel Freude mit Jauchzet, frohlocket. Thank you.
Begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Thank you.
Keinen Raum in der Herberge. Einzusehen, wie ihn der Menschen Leid bewegt. Musik
Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt. Selbst als Mensch geboren werden. Großer Heiland, großer
Herr, o starker König, wie wenig dachtest du dir ihren Macht. Großer Herr, o starker König, liebster Heimat, o wie wenig achtest du dir ihren Pracht, der ihren Pracht. Die erste Kantate aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium. Ein Klassiker in der Weihnachtszeit. Ein anderes klassisches Stück, das ebenfalls immer wieder mit Weihnachten in Verbindung gebracht wird, ist das Pie Jesu aus Gabriel Fauré's Requiem. Eine betörende Melodie, die der Sopranstimme von Christiane Karg Gelegenheit bietet, in ätherische Sphären aufzusteigen. Oh.
Wir bleiben musikalisch in Frankreich. Charles Gounod ist uns vor allem als Komponist der Oper Faust bekannt. Dabei hat er auch zahlreiche religiöse Werke geschrieben. Eines der schönsten Beispiele seiner Kunst ist das Sanctus aus der Sizilienmesse. Elegante Harmonien und anmutige Melodien zu Ehren Gottes. Erleben Sie neben Tenor Mauro Peter, die Wiener Sängerknaben und den Chorus Viennensis. Schön, ja, da.
Feierliche Stimmung beim Weihnachtskonzert aus dem Stephansdom. Die folgende Komposition zählt zu den bekanntesten Stücken der Kirchenmusik. César Francs Panis Angelicus. Eine wunderschöne, bewegende Melodie. Mezzosopran Catriona Morrison singt die Worte: Das Engelsbrot wird Brot der Menschen. Hören Sie anschließend eine von Gabriel Fauré vertonte innige Bitte an Christus als Erlöser. Thank you.
Ein in der Weihnachtszeit immer wieder gern gehörtes Lied ist der bekannte Abendsegen aus Engelbert Humperdings Oper Hänsel und Gretel. Ein Duett von betörender Schönheit, gesungen von den beiden Sopranen dieses Weihnachtskonzerts, Christiane Karg und Catriona Morrison. Die Atmosphäre hier im Stephansdom ist wirklich berührend. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen mindestens genauso gut gefallen wie dem Publikum hier vor Ort. Wenn Sie das Weihnachtskonzert noch einmal nachhören und schauen wollen, dann haben Sie gerne online dazu Gelegenheit unter www.servustv.com. Ich darf mich an dieser Stelle fürs Zusehen bedanken. Ganz am Ende angekommen sind wir aber noch nicht, denn jetzt ertönt gleich noch eines der populärsten Weihnachtslieder. Es wird auf der ganzen Welt gesungen, in seinen unterschiedlichsten Fassungen. Bei uns hören Sie es nun auf Latein. Ich wünsche noch einen wundervollen Abend und eine schöne Weihnachtszeit mit Adeste Fidelis. Thank you.
Bei deiner Beerdigung wird...